Ganz herzlich willkommen zu Hamburg und seine Hunde. Ich bin Mia. Und ich bin Mingyong, eure Moderatorin. Herzlich willkommen. Ja, wie ihr seht, wir teilen uns heute die Moderation. Mia übernimmt mal heute den Hauptpart und ich habe mir auf ihren Körbchen Platz genommen. Aber wir kennen das Ganze natürlich auch von Dr. Doolittle aus dem Kinofilm. Da sprechen Tiere mit Menschen und Menschen mit den Tieren und sie verstehen sich gegenseitig. Ja, aber auch in unserem Haushalt ist das der Fall. Wer spricht nicht mit seinem Hund? Ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine, wenn ich sagen würde, jeden Morgen erstmal guten Morgen, Mia. Ja, aber das ist eine Art und Weise der Tierkommunikation. Es gibt noch eine andere Weise, mit Tieren zu kommunizieren. Und die stellt uns heute unseren Gast vor, Yvonne Hüsken. Hallo Yvonne. Hallo Mignon. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Ich glaube, was du gerade erlebt hast, ist, bin ich nicht die Einzige, ne, die mit ihrem Hund redet. Definitiv nicht, nein. Also jeder kommuniziert verbal mit Sprache mit seinem Hund. Also manchmal laut, manchmal leise, aber eigentlich tut das jeder. Und mal eine Frage so unter uns und für die Zuschauer. Verstehen die Hunde uns? Natürlich nicht die Sprache, ja, aber ansonsten verstehen sie uns natürlich, weil wir in einer Gemeinschaft leben. Und da achten die Tiere natürlich auf unsere Signale, auf unsere Stimmlagen, auf unsere Stimmung. Die nehmen sie ganz doll wahr. Und welche Art der Tierkommunikation machst du mit den Hunden oder mit Tieren? Also du redest ja mit Tieren oder nur mit Hunden? Nein, ich rede mit Tieren und das, was ich tue, das gilt für alle Tiere. Also meine Klienten sind von Pferden angefangen, über Hunde, Katzen bis hin zu Kaninchen oder Chamäleons, alles schon gehabt. Meine Form der Tierkommunikation ist nonverbal, weil, sagte ich ja, die Sprache verstehen die Tiere gar nicht. Aber Tiere kommunizieren natürlich untereinander. Und man kann sich das so vorstellen, wie früher, wie wir keine Technik hatten oder die Tiere haben eben die Sprache nicht. Und trotzdem weiß man, wer übermorgen zu Besuch kommt. Die Menschen haben eigentlich jeder das Erlebnis gehabt, das Telefon klingelt und du weißt, wer ist dran. Mhm, ja. Im Bruchteil von einer Sekunde und derjenige ist dann dran. Das Problem ist nur, wir glauben diesem Sinn nicht und unser Gehirn fängt dann an, sich dafür eine logische Erklärung zu basteln. Ein anderes Beispiel ist, zwei Menschen, die sich sehr verbunden sind, sagen auf einmal das Gleiche. Oder bei Zwillingen kennt man das, dass sie genau wissen, wie fühlt der andere sich, auch wenn sie kilometerweit auseinander sind. Und das ist die Form der Kommunikation, die ich nutze und mit den Tieren darüber in Kontakt gehe und dann natürlich als eine Art Dolmetscher für den Menschen agiere. Also ich übersetze die Informationen, die ich von den Tieren bekomme, in Menschensprache. Also ist das keine besondere Gabe? Eigentlich kann das jeder mit dem Tier kommunizieren. Es kann jeder. Wir haben es nur verlernt. Der Sinn ist mehr oder weniger stark verkümmert. Es kann jeder lernen. Ich zum Beispiel biete das auch an, dass ich Kurse anbiete, wo man das lernen kann. Und dann ist es eine Frage des Trainings. Weil eigentlich müsste man ja schon so sehen, aus den ganzen Naturvölkern ist das ja schon hervorgegangen. Da haben ja die Menschen sehr mit den Tieren kommuniziert. Sie wussten, wo die Gefahr lauert und haben sie auch gewarnt. Genau. Also wie gesagt, ist das alles ein Sinn, der in uns ist, der nur wieder zum Vorschein, mit dem wir aktivieren müssen. Genau, so sieht das aus. Und die Tiere nutzen diesen Sinn. Also jeder Hundebesitzer kennt das. Man hat bestimmte Zeiten, zu denen man rausgeht mit den Tieren. Und jetzt ist man in einem anderen Raum und guckt aus dem Fenster und denkt, oh Mensch, die Sonne ist so toll. Ich gehe jetzt erst mit dem Hund und mache danach meinen Schreibkram. Und man steht auf und der Hund steht schon an der Tür. Ja, also ohne, dass man etwas gesagt hat, weiß das Tier, wir gehen jetzt Gassi. Oder dem Fall bei mir, oder weiß es, heute geht Frauchen mal alleine raus und dann wird im Badezimmer zwischen den Beinen sich platziert. Zum Beispiel. Also das heißt, das ist eine Information geflossen, die wir uns nicht erklären können. Das haben Wissenschaftler versucht im Bereich der Quantenphysik, dass Information zwischen uns allen fließt. Und das mache ich mir zunutze und übersetze das einfach. Und was bekommst du bei so einem Gespräch mit dem Tier raus? Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie ein Tagtraum.
Also ich bekomme einzelne Standbilder, ich bekomme Bildsequenzen, also kleine Filmsequenzen. Ich kriege Geruch, ich kriege Geschmack. Das ist bei Hunden manchmal nicht so lecker, wenn sie mir denn klar machen, dass sie den Pansen besonders toll finden. Dann schmecke ich den tatsächlich. Ich habe Sensorik, aber ich kann auch Emotionen erfahren. Und ja, wie gesagt, Filmsequenzen auch aus der Vergangenheit. Und ist das dann so, du musst dich dann auf das Tier konzentrieren? Oder wenn wir beide jetzt, sage ich mal, uns zum Kaffee treffen außerhalb und wir sehen ein paar Hunde, sprechen die alle mit dir? Oder musst du wirklich deine Sinne so aktivieren? Also als ich angefangen habe, das zu lernen, oder beziehungsweise ich habe das gelernt, um zu beweisen, dass es Quatsch ist. Also ich bin eigentlich Informatiker von Haus aus und habe gedacht, also das kann nicht sein. Und nach dem ersten Kurs wusste ich, dass es dann anders ist und wollte das auch unbedingt lernen, weil es eine sehr berührende Arbeit ist. Und da war es am Anfang tatsächlich so, dass ich durch die Straße gegangen bin und ganz viele Informationen bekommen habe. Nun biete ich das ja als Dienstleistung an. Das heißt, ich habe dann angefangen, mich selber also abzugrenzen. Weil wenn ich in der U-Bahn bin und alle Menschen höre, dann kann ich mich ja auch so ein bisschen abschotten und dem nicht wirklich zuhören. Und so ist es auch. Und bei der Tierkommunikation ist noch ganz wichtig, dass ich mich einem sogenannten Ethikcode verschrieben habe von der Pionierin in der Tierkommunikation. Und der besagt, kein Gespräch ohne Auftrag. Und den Auftrag kann nur der Besitzer geben. Insofern bin ich nicht offen, wenn ich jetzt im Café mit dir säße. So, und das ist auch ganz wichtig, weil die Tiere sind super loyal. Und das ist so wie ein Kind, was draußen durch die Straßen läuft. Das lässt sich auch nicht von wildfremden Leuten ansprechen, sondern erst, wenn es praktisch die Erlaubnis hat von seitens der Eltern. Und bei den Tieren ist es eben seitens der Besitzer. Du hast eben gesagt, du wirst nur aktiv, wenn du einen Auftrag bekommst. Ja, wie sieht so ein Auftrag aus? Also am Anfang, weil ich auch Tiertherapeut bin, habe ich gedacht, ich mache es anders als alle anderen und habe das direkt am Tier gemacht. Das geht auch, also ich binde das in meine Arbeit ein, aber viel intensiver ist es eigentlich, wenn ich es von zu Hause mache. Das heißt, ich brauche irgendwie sowas wie eine Art Telefonleitung zu dem Tier und das wäre ein Bild, ein Foto. Ich mache mit dem Besitzer einen Telefontermin aus von circa 2 Stunden. Das ist meine spezielle Art, wie ich es mache. Erzähle ich gleich noch was dazu. Kurze Frage, was muss auf dem Foto zu sehen sein? Nur der Kopf oder der ganze Körper des Hundes? Nein, also ich persönlich mag es immer gerne, wenn ich den Kopf gut sehen kann. Der Rest ist aber egal. Also wenn der Körper mit drauf ist, ist das in Ordnung. Und nur alleine auf dem Foto der Hund oder kann auch Besitzer drauf sein? Ich mag es lieber, wenn der Besitzer, also zumindest so ist, dass ich mir den Hund rausvergrößern kann. Weil sich die Energien einfach und die Informationen dann vermischen. Und ich mag das auch gerne, wenn das Bild, ich sag mal, einigermaßen aktuell ist. Also wenn ich jetzt so einen Hund wie Mia habe, dass ich nicht gerade mit dem Welpenbild arbeite. Aber das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Und dann zu dem Telefontermin telefoniere ich mit dem Besitzer. Den habe ich also mit Hörer wirklich am Ohr und gehe dann parallel über das Foto in den Kontakt mit dem Tier und übersetze simultan. Und das dauert ungefähr 1 Stunde. Also der Besitzer bereitet sich mit 10 Fragen zum Beispiel vor auf so ein Gespräch. Die gehen wir dann durch. Und nach der Stunde beende ich den Kontakt mit dem Tier. Und dann ist meine spezielle Form der Tierkommunikation, dass ich dann mit dem Besitzer, ich sag mal, die Informationen wirklich durchgehe. Was hat das Tier gesendet? Was mache ich denn damit? Also angenommen, das Tier sagt in Anführungsstrichen, also ich habe immer Angst, wenn ein großer Laster vor der Tür ist. So, was macht der Besitzer da jetzt mit? Und da komme ich dann als Therapeut rein und wir überlegen uns dann, ich sag mal, einen Plan, sei es in der Verhaltenstherapie, sei es in der richtigen Therapie, mit verschiedenen Heilmitteln kann man arbeiten, Futterumstellung, je nachdem, was rauskommt. Ersetzt du auch den Tierarzt dadurch? Also können Hunde auch mitteilen, so, du, ich habe irgendwie, glaube ich, Verstopfung oder hast du nicht gesehen, irgendwas ist falsch im Magen? Also man muss da mal zu sagen, das ist ein Gespräch. Ja. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn du deine Nachbarin fragst, wie geht's? Dann sagt die vielleicht, ich habe Bauchschmerzen und mir geht es so schlecht. Es ist ganz individuell und das ist ganz
aktuell. Wenn du sie am nächsten Tag fragen würdest, käme vielleicht was anderes raus. Und so ist es bei den Tieren auch einzuordnen. Es ist ein aktuelles, subjektives Empfinden. Mhm. Und ersetzt natürlich in keinster Weise eine Diagnose. Aber wenn ein Tier mir in der Kommunikation jetzt sagt, mein Bauch grummelt, dann würde ich anschließend eben mit dem Besitzer besprechen, was ist eigentlich los. Hat er Durchfall oder nicht? Und je nachdem, weil ich als Therapeut unterliege ich natürlich auch gewissen Regeln, würde ich dann zum Beispiel einen Besuch beim Tierarzt empfehlen, eine Diagnostik nochmal zu machen. Was sind die typischsten Fragen, die man dir stellt? Oder die man von deinem Haustier wissen möchte? Also, wenn jemand eine Tierkommunikation beauftragt, hat er ja schon ein, ich sag mal, inniges Verhältnis zu seinem Tier. Das Tier ist ihm wichtig. Es ist auch wichtig, dass man ein gutes Verhältnis hat zwischen Mensch und Tier. Und eine Frage, die immer bei den 10 Fragen dabei ist, ist das Tier glücklich bei mir? Und da kann ich nur sagen, also die Tiere, wie gesagt, die sind sehr loyal und sie würden vorher auf vielen anderen Ebenen schon zeigen, wenn sie todunglücklich wären. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ein Mensch, der nicht merkt, dass sein Tier unglücklich ist, in der Regel auch keine Tierkommunikation beauftragt, weil der gar kein Empfinden für sein Tier hat. Mhm. So. Aber ich nehme an, es gibt ja auch Patienten oder Kunden, die aus Neugier einfach nur wissen wollen, so, er weiß, dem Hund geht es gut, die einfach nur mal wissen wollen, so. Oder es ist interessant finden, so. Ja, sowas gibt das. Es gibt auch immer wieder Patienten, die eine sogenannte Testfrage mit einbauen. Man muss dazu aber sagen, die Tiere quatschen nicht einfach, weil sie quatschen wollen. Hm. Das heißt, wenn ein Besitzer mit der Intuition kommt, ich will eigentlich nur mal gucken, ob das funktioniert, kommt in der Regel nicht viel bei raus. Das merke ich aber relativ schnell, weil das Tier einfach keine Informationen sendet. Weil das Tier sendet nur Informationen, wenn auch die Wichtigkeit gehört wird. Also, oder Gehör findet. Und das Tier merkt, ob man einfach nur, ich sag mal, so fragt, dann sendet es auch nichts. Kannst du mit jedem Hund sprechen oder sprechen die alle Hunde mit dir? Also vom Grundsatz her kann ich mit jedem Tier sprechen. Mhm. Nein, es sprechen nicht immer alle mit mir. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also die Hunde sind natürlich vom Typ her anders. Das hat weniger was mit den Rassen zu tun, sondern einfach der eine ist gemütlich und redet sowieso nicht so gerne und der nächste quatscht ganz viel oder einer hat da gar keine Zeit für, weil viele wichtige Dinge sind. Also das ist nicht so. Also ich habe auch in der Ausbildung einen Hund gehabt, der mit allen gesprochen hat, aber mit mir nicht. Ich kriegte immer so die Information, nee, mit dir will ich nicht kommunizieren. Und ich habe dann immer so, ich sag mal, gefragt, warum denn nicht? Und als Antwort kam, du willst mich therapieren. Und ich so, wieso therapieren? Und das hatte ich der Besitzerin rückgemeldet. Alle anderen hatten tolle Antworten, ich aber nicht. Und am nächsten Tag kam sie zu mir und sagte, deine Stimme ist genauso wie die der Tierärztin. Ich sag, ja. Deswegen wollte der Hund nicht mit mir kommunizieren. Aber bis dato hat es natürlich erstmal Fragezeichen bei dir. Genau, natürlich. Das ist, am Anfang ist es auch wirklich so, dass man lernen muss, abzuschätzen, was hat das Tier wirklich als Information gesendet und was habe ich vielleicht dazu gedichtet. Du hattest erzählt, es muss schon eine Verbindung da sein zum Hund. Wenn ich jetzt mich für einen Hund interessiere, kann ich dich auch dazu holen und sagen, hier, diesen Hund hätte ich gerne? Also müssen gewisse Grundsteine gesetzt werden, damit du in das Gespräch kommst? Oder kannst du dann auch schon aktiv sein, wenn diese Verbindung noch nicht so aktiv ist? Also wichtig ist, dass du der Besitzer bist. So. Oder ich sag mal, wenn du jetzt einen Welpenkauf hast und du hast einen Welpen zugesprochen bekommen, dann bist du ja quasi schon der Besitzer und dann könnten wir auch Fragen machen, die dich betreffen. Mhm. Also du kannst dann nicht fragen, wie geht es dir eigentlich da bei den Züchtern, wie findest du den? Das wäre ethisch nicht in Ordnung und da würde der Hund auch nichts antworten. Aber ich habe das zum Beispiel bei einem Pferdekauf gehabt, eine junge Stute, ein Stutfohlen, ist verkauft worden aus Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern. Und die Besitzerin rief mich an und sagte, ob ich das Tier irgendwie darauf vorbereiten kann, dass es nun zu ihr kommt und dass es mit dem Pferdetransport kommt. Und das habe ich gemacht und das war insofern ganz spannend. Das Tier wusste natürlich, dass das die neue Besitzerin ist und wollte ganz genau wissen, wie das mit diesem Pferdetransport abläuft.
Also es war ein großer Transporter, es wollte wissen, wann der kommt, mit wie vielen Menschen die kommen, wie viele Tiere da noch drin sind. Und das haben wir dem Tier alles übermittelt. Und dann kriegte ich irgendwann eine WhatsApp weitergeleitet von der Züchterin, der Pferdezüchterin, die geschrieben hat, das hätte sie noch nie erlebt, dass ein Fohlen, was ein Transporter nicht kennt, noch nie auf dem Hänger war, den Hänger gesehen hat, raufgelaufen und genau an seinen Platz gelaufen ist, wo es hin wollte. Und das sind dann so Situationen, die natürlich auch total berührend für mich sind, weil ich sehe, da kommt auch wirklich was an. In welcher Sprache sprechen Tiere mit dir? Kannst du sagen, ist das aus Deutsch oder Englisch oder ist das eine Sprache, die wir gar nicht definieren können? Naja, das ist ja nicht die Sprache, die wir sprechen. Das habe ich ja vorhin gesagt, dass ich Informationen in Form von Bildern, Gerüchen, Filmsequenzen bekomme und die übersetze ich in unsere Sprache. Also da ich Deutsch spreche, sprechen sie dann letztendlich Deutsch. Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, als es dann hieß, so, du machst Tierkommunikation, habe ich auch gedacht, so, okay, ne, was kann ich mir darunter vorstellen? Und nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich alles so gut. Immer noch ein bisschen dran zweifle. Mhm. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Ne? Wenn du erzählst, Nein. Du machst Tierkommunikation, denken viele Leute, ach, ist das Quatsch. Wie kannst du sie davon überzeugen? Oder willst du sie überhaupt davon überzeugen? Ich glaube, darum geht es gar nicht. Also jemand, der mich kontaktiert, der hat einen Leidensdruck. Also zum Beispiel ein Tier zeigt ein Verhalten, was es sonst nicht zeigt. Und alle therapeutischen Maßnahmen haben bisher nicht gegriffen. Dann ist die Tierkommunikation eine Möglichkeit, eben reinzugehen und zu gucken, was steht dahinter, was ist vielleicht der Grund. Also häufig ein Beispiel, ein Hund bellt immer den Besitzer an. Und in der Tierkommunikation kam raus, dass der Hund, ich sag mal, ärgerlich über diesen Besitzer war. Ich sag ärgerlich. Hm. Und mir wurde immer ein zweiter Hund gezeigt. Und der Besitzer oder die Besitzerin sagte, ja, wir haben gerade einen zweiten Hund gehabt. Der war aber krank und der ist vor 3 Monaten eingeschläfert worden. Ich sag, und wann fing das an mit dem Beißen? Ja, ungefähr vor 3 Monaten. So, das heißt, da bestand ein Zusammenhang. Und es stellte sich dann raus, dass der Mann immer auf Montage ist in der Woche. Und als der zweite Hund so krank war, ist er innerhalb der Woche nach Hause gekommen. Dann sind beide Menschen mit dem kranken Tier zum Tierarzt und kamen ohne Tier wieder. Und der Hund, der eben in der Familie noch war, hat, ich sag mal, geschlussfolgert. Mhm. Der Mann hat den Hund umgebracht und das fand er natürlich überhaupt nicht witzig. Und deine Aufgabe war das einmal, den Menschen mitzuteilen, warum der Hund bellt, aber dem Hund auch zu sagen, du liegst falsch, also es ist ganz anders passiert. Genau, wir haben das Ganze dann entzerrt, also dem Hund, ich kann dem Hund ja auch Informationen senden, ich bekomme nicht nur etwas. Ich habe ihm dann eben gesendet, was da der Ablauf war und dem Besitzer natürlich erklärt und plötzlich haben beide ein anderes Verständnis füreinander. Das ist das, die Tierkommunikation ändert das Verständnis zwischen Mensch und Tier. Ich habe eben gesagt, ich war ja auch ein bisschen skeptisch, ne, als es hieß, Yvonne macht hier Kommunikation. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, liebe Zuschauer, und habe natürlich Yvonne auch ein Foto geschickt von Mia. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du bei Mia siehst. Natürlich die Hauptfrage, ist sie glücklich bei mir? Ne? Aber die stellen wir erstmal hinten ran. Was konntest du anhand des Fotos von sehen? Also ich bin in Kontakt mit Mia gegangen. Das war dann atypisch, weil du warst nicht am Telefon. Und Klamia ist ziemlich schlau und der kann man kein X für ein U machen. Also die sagte natürlich, wieso sprichst du jetzt mit mir und was soll das? Also und dann habe ich ihr das erklärt, dass du also wissen möchtest, was für ein Typ sie ist. Und sie sagte, wieso, das weißt du doch. Was soll das denn jetzt? Also, ja, aber so stelle ich sie mir auch vor. Und ich habe dann so ein bisschen ihr das erklärt und ja, dann war sie so ein bisschen gnädig und signalisierte mir dann also, dass sie ein sehr aktiver Hund ist, also so ein bisschen hibbelig und aufgeregt und was ganz Spannendes war noch, sie unterscheidet privat und Job. Das heißt, wenn du mit ihr draußen bist und ihr dreht, dann läuft sie mit und dann weiß sie, das ist Arbeit. Und das Zucht und Ordnung. Ja, genau. Also da hat sie dann auch ein anderes Verhalten.
als sie das normalerweise bei dir zeigen würde. Aber ich glaube, weil ich ihr das auch so übermittle, ne? Also ihr das auch so gebe. Ja, das ist die eine Seite der Medaille, aber sie hat es auch angenommen. Mhm. Also sie betrachtet es selber auch als ihre Aufgabe, das ist ihr Job. Das ist ja ein Trugschluss, den wir haben, dass die Hunde einfach, ich sag mal, stumpf mitlaufen. Alle Hunde brauchen irgendwie eine Aufgabe. Und Mias Aufgabe ist dann, mitzuarbeiten. Und ich hoffe, sie macht die Aufgabe genauso gerne wie ich, die Moderationsaufgabe. Darüber haben wir uns weiter nicht ausgetauscht. Okay. Das wäre dann eine Variante, wenn du dann wirklich mit am Telefon bist. Weil sie möchte natürlich nichts verraten, was persönlich oder intim oder irgendwie sowas. Ich glaube, jetzt hast du wirklich alle Skeptiker oder beziehungsweise mich überzeugt, weil ja, so stelle ich sie mir auch vor. Also ich stelle sie mir frech vor und mit einem eigenen Willen und ja, also. Ja, und für mich ist so der spannende Teil eben gewesen, dass ich die Tierkommunikation erweitert habe, dadurch, dass ich hinterher den Besitzer wirklich begleite. Was mache ich mit den Informationen? Wie geht das weiter? Was kann ich tun? Also die normale Form der Tierkommunikation ist ein reines Dolmetschen. Mhm. Das soll auch so sein. Und ich habe dann da immer gestanden und gedacht, ja und nun, was mache ich denn jetzt? Also das Tier sagt, ich habe irgendwie Bauchweh. Ja und jetzt? Ja, das heißt, ich als Therapeut kann dann auch einschätzen und sagen, pass mal auf, also was habt ihr gefüttert? Lass das mal weg. Wir gucken noch mal, nimm ein paar Kräuter, nimm ein paar Öle. Und wenn das nach einem Tag nicht besser ist oder der Hund andere Krankheitszeichen hat, dann bitte Tierarzt oder Tierheilpraktiker noch mal vor Ort. Also das ist mir wichtig, dass es wirklich weitergeht. Also das ist nicht einfach, ich mache mal ein Gespräch, weil ich mich mit meiner Nachbarin unterhalte, sondern du willst ja das Tiergespräch als Möglichkeit nutzen, wirklich was zu verändern. Und ich glaube, 99% die Leute, die dich aufsuchen, tun das auch, weil sonst hätten sie dich ja nicht aufgesucht, ne? Ja, genau. Also es ist ganz spannend, wer mich so alles findet. Das ist mittlerweile auch bis ins Ausland, also Österreich, Schweden, Schweiz. Und es gibt viele Tierkommunikatoren und man sucht sich immer denjenigen, mit dem man den nächsten Schritt machen kann. Also darf man die Tierkommunikation nicht mit der Körpersprache wahrnehmen, die wir ja auch, sage ich mal, Besitzer so kennen. Mhm. Wir wissen ja, wenn der Schwanz unten ist, ist es ängstlich und so. Mhm. Das war unterschiedlich. Und du kennst ja sicherlich auch Martin Rütter, der ja sagt, Hunde verstehen nur kurze Sätze. Ein normaler Hund 11 bis 12 Kommandos, das kann man auch nicht gleichsetzen, diese Art der Kommunikation, ne? Nein, überhaupt nicht. Also die Körpersprache ist Körpersprache. Mhm. Und kurze Kommandos, das hat was damit zu tun, dass der Hund sonst gar nicht mehr weiß, was du am Anfang gesagt hast. Und der Hund braucht eine klare Ansprache. Mit dem Hund kannst du nicht diskutieren. Und für einen Hund gibt es auch kein Vielleicht. Also entweder linksrum oder rechtsrum oder gar nichts sagen. Mhm. Aber das hat mit der Tierkommunikation nichts zu tun. Aber ich glaube, du hast auch ein sehr enges Verhältnis zu deinem Hund und du merkst auch, ohne dass du sie siehst, wie es ihr geht. Mhm. Das sind so die ersten Schritte zur Tierkommunikation. Und das kann man natürlich ausbauen auch. Sodass du, wenn du dann, das sind so kleine Übungen, die du machen könntest, wenn du auf dem Sofa sitzt und jetzt ganz doll ans Gassi gehen denkst, dass der Hund dann auch aufsteht. Okay, probiere ich gerne mal aus. Also das. Und das kann man einfach ein bisschen trainieren. Also so mit ihr in die Kommunikation gehen. Aber du hast ja gesagt, du bildest ja auch beziehungsweise man kann im Seminar bei dir teilnehmen. Ja, genau. Welche Voraussetzungen muss ich da mitbringen? Kann jeder teilnehmen? Also zum Teilnehmen ist es günstig, dass du ein eigenes Tier hast. Mhm. Und dann kann letztendlich jeder teilnehmen. Genau. Und über wie viele Wochen geht das? Oder ist also die erste Ausbildung oder der erste Block geht erstmal über 2 Tage und dann kommt ein Übungsteil, den man zu Hause macht und dann geht das so weiter. Und da bin ich noch dabei, das noch weiter auszubauen, weil ich den Part sage, was mache ich hinterher mit der Information, das möchte ich noch weiter ausbauen. Was kann ich dem Besitzer an die Hand geben, sein Tier besser zu verstehen und letztendlich, dass das Tier den Besitzer auch besser versteht. Also kann jeder Besitzer zu dir kommen und sagen, ich möchte meinen Hund besser verstehen. Mhm. Mit dem würdest du dann halt in diese Seminare gehen. Genau. Und dann halt mit dem Ergebnis, dass er den Hund dann im Alltag auch besser versteht.
Genau. Wenn er den Kontakt zulässt, also der Hund und nicht sagt wie Mia so, was will die eigentlich? Nein, das geht ja weiter. So ein Tier begleitet uns ja über viele Jahre und alle Tiere zeigen irgendwann Symptome. Auch das ist manchmal, dass es ein Spiegelbild der Menschen ist. Also nicht komischerweise hat das Tier manchmal das gleiche Symptom wie der Mensch. Ja. Und der Mensch ist aber noch gar nicht in der Lage, sein eigenes zu bearbeiten und macht sich aber Sorgen über sein Tier. Und dann könnte man eben übers Tier sehen, okay, das ist ein Spiegelbild des Menschen. Also auch solche Gespräche habe ich auch schon gehabt, dass der Besitzer mich anrief und sagte, oh, mein Hund ist ganz doll krank und ich weiß nicht, wir haben alles durch. Und ich gehe in das Gespräch rein und sage, der Hund hat das und das, haben Sie das auch? Und dann war so Stille am Telefon. Ja, stimmt. Ich sage, ja, sage ich. Dann beenden wir jetzt das Tiergespräch und dann sprechen wir beide jetzt weiter. Also, dass die Tiere mich auch ein Stück weit rufen. Auch bitten wir hier, wir müssen das Ganze mal ein bisschen umdrehen. Genau. Und dann wird es ja fast auch meine nächste Frage schon beantworten. Haben denn Hunde und Menschen die gleiche Sichtweise? Also auf dem Miteinander natürlich nicht, weil der Hund hat andere Bedürfnisse. Auf der, ich sag mal, Lebensweisheit schon. Du sprichst aber auch mit Hunden, die nicht mehr bei uns sind, ne? Ja, also das mache ich auch, wobei man sich da natürlich auch immer fragen muss, wozu möchte ich das machen? Dass Hunde und wir sterben, gehört zum normalen Lebenszyklus dazu. Und wenn ein Tier, ich sag mal, unter normalen Umständen altersbedingt friedlich einschläft, hat der Besitzer meistens gar kein Bedürfnis, mit dem Tier nach dem Versterben auch noch in Kontakt zu treten. Anders sieht das natürlich aus, wenn das Tier plötzlich verstorben ist, sei es durch einen Unfall oder durch schwere Krankheit, dass man ihn dann einschläfern musste. Dann hat der Besitzer häufig das Gefühl, es ist irgendwie was offen geblieben. Also irgendeine Form ist noch nicht gesagt. Und hatte auch das Gefühl, selbst wenn er das in Gedanken sagt, oh Mensch, ich möchte um Verzeihung bitten oder oh, warum haben wir uns nicht verabschiedet, dass es nicht ankommt. Da komme ich nochmal ins Spiel und kann da nochmal eine Vermittlung herstellen. Aber es ist anders als bei einem lebenden Tier und ist es auch eher die Ausnahme. Also wichtiger wäre mir dann eigentlich, dass man den Sterbeprozess mit begleitet. Vorab, wie geht es dem Tier, was braucht es, dem Tier auch über die Kommunikation anbietet, dass es Palliativmedizin gibt. Einige Tiere wollen stark sein und brauchen das nicht, so wie wir Menschen auch. Und auch mit dem Tier kommuniziert, soll man es erlösen oder nicht. Einige Tiere sagen dann nachher irgendwann auch schon, ja bitte, bitte entscheide, Mensch, das für mich jetzt, ich kann das nicht mehr entscheiden. Ich merke, Tierkommunikation ist wirklich kein Thema, was man belächeln sollte. Also ich lächle nicht, weil ich dich auslache, sondern weil ich dich anlache, weil ich total glücklich bin. Einmal, was du mir von mir gesagt hast und einmal, dass du mich überzeugt hast, dass es die Tierkommunikation gibt. Mhm. Liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt an Yvonne Hüsken, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an hunde@tide.net.de. Warum ich immer TV sage, weiß ich auch nicht. Aber wir werden die richtige Adresse nochmal unten einblenden. Wir leiten das sehr, sehr gerne weiter. Ich bedanke mich bei dir. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns aufgeklärt hast, was ist eigentlich Tierkommunikation. Und euch, liebe Zuschauer, bedanke ich mich, wenn ihr seht, bedanke ich mich auch. Wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.